Wie die brasilianische Zeitung Globo Esporte berichtet, ereignete sich am Anfang Mai ein schrecklicher Unfall in Rio de Janeiro. Der brasilianische Kampfsportler Felipe Colares wurde auf dem Heimweg von einem Fitnessstudio von einem Bus angefahren. Jede Hilfe kam zu spät. Colares-Trainer Rodrigo Babi erklärte, dass Ersthelfer und Einsatzkräfte den Kampfsportler zunächst stabilisieren konnten, jedoch kam jede Hilfe zu spät. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb der 29-Jährige an seinen schweren Verletzungen. Genauere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Im Jahr 2019 schaffte Colares den Sprung in die UFC und bestritt dort insgesamt 6 Kämpfe. Der brasilianische Kampfsportler verlor 4 von diesen Kämpfen, was schließlich zu seiner Entlassung im Mai 2022 führte. In der Folgezeit trat Colares in der Liga Ares FC an und konnte dort im Februar 2023 seinen ersten Sieg feiern, so Bild. Felipe hinterlässt seine Frau und den gemeinsamen Sohn, der erst 10 Monate alt ist.